Engineer Tools with Spirit since 1948, seit 1948. Die Werkzeuge, die ich euch gleich zeigen werde, haben mein Leben verändert. Nils Audus, change my life. Die Entwicklung von Werkzeugen haben ja das Leben der Menschen im Allgemeinen verändert. Tool developments have changed life in general, especially genius tools made in Japan. Und damit, hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einer internationalen Folge von Toolboy DIY Tools. Made in Germany, from myself. Erstmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Don't risk anything and subscribe. Nichts riskieren, abonnieren. 1948 founded, also gegründet in Toyonaka, Osaka, und zwar als Futaba Tools. 1956 die Einführung der Handelsmarke Ingenieur, also Trademark Ingenieur. 1972 die Eintragung ins Handelsregister als Futaba Tool MFG Co. Limited. 1975 die Zweigniederlassung in Tokio. 1994 ein Logistikzentrum in Osaka gebaut. 2002 den Firmennamen Ingenieur Inc. und Einführung der Schraubenentfernungszange Screw Removal Pliers und seitdem bis 2019 worldwide, over 4, wir sagen Millionen, die sagen Billions, ja, verkauft, sold. Und die machen nach eigenen Ausgaben keinen Unterschied zwischen Profis und Amateuren. Und die sagen auch, dass Handwerker Räume für Professionalität mit Werkzeug zum Leben brauchen. Okay, und jetzt zu den genialen Tools. Ich hoffe, ihr seid noch da, nach diesen vielen Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe vielleicht schon auf meinem Insta gesehen, die Niesaurus-Zange. Die habe ich mittlerweile in 3 Farben. Ich habe auch neulich auf dem Bauforum 24 gesehen, dass die tolle Niesaurus X-Zange unter den Top 10 Werkzeugen sind, die ihr da mal bestellt. Und das Tolle ist halt, ja, mal abgesehen davon, dass die ein bisschen rosten, dass die hier vorne so einen ganz speziellen Kopf haben. Wie ihr im Thumbnail auch gesehen habt, habe ich diesen kleinen Niesaurus reingemacht. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir oder die Firma, nicht, dass ich da Probleme bekomme, weil ich das Logo kopiert habe. Und die haben hier tolle Griffe, ja, nice Handles. Und es ist einfach eine tolle Kombizange, wo man auch hier hinten nochmal greifen kann. Also da steckt ziemlich viel Knopfhoff drin. Und die haben noch ganze andere Reihe an tollen Werkzeugen. Und auch wieder so kleine, ganz spezielle, die hier ganz toll verzahnt ist. Bei den Kombizangen, da sieht man ja oft, dass die nicht ineinander greifen, aber hier, da kann man richtig was einklemmen und greifen bei dieser PZ-220 und alles patentiert. Die große hier, das ist die PZ-59 und die hier, auch eine spezielle Zange, vorne ein bisschen kleiner, ist die PZ-32, auch wieder so. Wie ein UFO, habe ich schon mal gesagt. Griffe, ganz toll. Und die machen auch tolle ESD-Werkzeuge. Da habe ich auch 3 Stück an der Zeit, zum Beispiel das PZ-51, wo hinten auch eine Öse ist, damit man da einen Schlüsselring hinhängen kann. Und auch vorne hier für die ganz kleinen, ich hoffe, es wird scharf, Schrauben zum Lösen. Und die haben auch eine Bazooka, aber dazu gleich. Die haben auch eine tolle Zange zum Abklipsen, die sogar noch geführt ist vorne, wo man hier mit einer Schraube einstellen kann. Hoffentlich sieht man das. Hier ist die Schraube zum Einstellen, wie weit die aufgeht, dass man ganz schnell in der Elektronik hier abklemmen kann und die ist scharf. Wie der Teufel persönlich. Und Feder zurückgestellt. Das ist die NZ05. Und das hier war die PZ51, habe ich meine schon gesagt. Und die haben auch eine kleine Spitzzange, die PS01. Ja, wo die ist, wie alle anderen mit dem Seitenschneider. Dann habt ihr die hier, waren sogar auf dem Bauform auch. Ich sage mal gesagt Sturmhaube, ja. Manche sagen Zangenfetisch mit Latexkappe. Genauso wieder das gleiche Schliffbild. Also faszinierend. Die Zangen in allen Farben. Die Marke ist auch von Ingenieur, steht hier, ist Vampire Tools und die anderen heißen halt Niesaurus. Und die gibt es auch in Gelb.
Tolle Geschichte. Und ich habe gesehen, die gibt es in Lila. Wer so eine hat und der weiß, wo die gibt, der muss mir das sagen. Ich habe übrigens ganz viele von diesen Videos schon gemacht zu den Zangen Japan-Tools. Könnt ihr mal schauen, verlinke ich euch da oben. Da kommen wir gleich noch drauf hin, was da für Schmankerl drin sind. Und dann hier haben die tolle Werkzeuge. Wo fangen wir an? Bazooka, auch ein Schraubenlöstool. Hier mit dem Kunststoffgriff kann man schön mit dem Hammer draufhauen. Und wenn sich das Teil dann in die Schraube reingefressen hat, kann man hier aufmachen. Die gibt es auch von Vampliers in Rot. Schaut auch ganz toll aus. Ich habe mir die bestellt. Da sind zwei so Bits dabei. So ein ganz besonderer. So, ob man das lesen kann. Das ist ein zweier Bit. Warte mal. Ah, da gibt es aber noch mehr. Und dann habe ich Stubbies gefunden. Auch jetzt von euch ein Tipp gewesen aus der Community. Einmal so ein Wechselstubby, wo man hier einen Schlitzschraubendreher hat. Und hinten ein Philips, ein Zweier. Tolle Geschichte. Und in klein. Dann gibt es die Daumenratsche, wo man beidseitig Bits reinmachen kann. Ja, links, rechts, Schrauben, möglich. Das ist die DR54 und ihr kennt ja meine Vorliebe für die Nähmaschinenbits. Ich habe welche gefunden, die beiden hier, mit einem Wechselbit. Wie genial ist das denn? Der wahrscheinlich kleinste Wechselbithalter der Welt, wo man hier einmal einen kleinen Schlitz und einen großen Schlitz und einen Philips 2 und Philips 1 mit dabei hat. Also, wenn es mal ganz beengt zugehen sollte, wisst ihr, Japan ist relativ stark besiedelt, nur eine kleine Insel mit vielen Menschen und die haben nicht viel Platz, deswegen geht es da recht eng zu und deswegen haben die auch kleine, aber sehr feine Werkzeuge. Ingenieur, hier eine tolle, ich sage immer für so Koax-Kabel und so Elektrostecker, weil die ja so dünn ist, da kann man nicht viel IWAN drauf geben, aber diese Pocket TWM08, und das habe ich vergessen zu sagen, habt ihr vielleicht gesehen, das ist der DST06 und 07. Und der hat sogar eine Skala oben in Millimeter. Ja, die mögen uns ja sehr, die Japaner. Und wir sie auch, wir schätzen die auch, die Kultur. War ich sogar schon mal, abgefahrenes Land. Also gut, und es gibt ein bisschen größer, diesen Schlüssel, auch wieder von 0 bis 20 und aus Chrom-Vanadium. Also tolle Sachen, was die machen, und wahrscheinlich auch den flachsten Bithalter der Welt, das ist der DR05. Das ist eine kleine Ratsche. Und solche kurzen Bits, die kenne ich nur von einem anderen Tool, und zwar von dem kleinen Tool. Da kommt vielleicht auch noch mal Erfolge. Die haben auch so kleine Bits, aber um die soll es gar nicht gehen. Und dann was, wo ich mich ganz arg drüber gefreut habe, und zwar diese tolle Reibale mit hinten am Sechskant, wo man das in Bithalter reinstecken kann. Da ist auch was zur Führung dabei. Und ich habe gesehen, die haben auch so Ratsche. Und auch genial, hier was, wo man das aufhängen kann. Ja, ist fast wie so eine kleine Halskette für einen Toolboy. Tolle Werkzeuge. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet jetzt mal wieder ein, wenn es heißt Genius Tools from somewhere of the world. Goodbye. Halt, stopp. Ich wollte euch noch eins zeigen, schon wieder vergessen mit meinem Gashirn. Immer toll, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Es gibt noch wahnsinnige Vampire-Tools. Die kennt ihr ja schon. Allerdings, meine ich, ist die noch eine Nummer größer als die, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Especially from Vampire-Tools. Das ist die, steht gar nicht direkt oben, VT001-9, das ist das Patent, 19J. Und ansonsten verlinke ich euch die unten, ja, mit der Tasche. Einfach cooles Tool. Die hier kennen wir schon, die Niesaurus. Und es gibt auch noch einen langschnabeligen Niesaurus. Oh, made in Japan. Einfach richtige Schmankerl, die Sachen von denen. Das war's jetzt wirklich. Und dann bis bald. Tschüss. Maro Man. Nochmal ein vergessen, hier die tolle Kabelschere mit, und zwar einen richtig heftigen Riffel. Mal schauen, ob wir sehen, das ist rausgeschliffen. Ihr habt schon gelesen, die PH55 gibt es auch von Engineering Tools. Und zwar in Rot, aber das war es jetzt wirklich, versprochen. Tschüss.